Hallo Internet und hallo YouTube. Wir kommen zurück zum Minecraft Feed the Beast. Hermitcraft die nächste Runde und ja. Ich habe meine Power Cells. Das ist ein bisschen so eine Hassliebe gerade, glaube ich, aber. Slowdown. Lass mich jetzt nicht ärgern davon. Slowdown. Was wollte man eigentlich machen? Ah ja. Ein Upgrade. Upgrade. Von Holz zu Eisen, glaube ich, war zuerst. Oh. Silver Chest, ja, die hätte ich auch gern. Ach Gott, na 4, 8, 8. Ach, 8. Das heißt 9 von denen. 8 von denen. Und einer von denen. So, machen wir das. Ich befürchte, das ist die einfache Variante gerade. So, mehr Spielraum. Ab geht's. So, sollte das Ganze ein bisschen besser funktionieren. Oh ja. Schon wieder schön Strom gebraucht. So, es wäre natürlich dann noch interessant, die hier abzugraden. Das heißt, wir brauchen noch einmal kurz einmal Eisen-Upgrade. Und dann haben wir eigentlich alle Kisten halbwegs auf einen Nenner, wo ich sagen kann, ist okay. Jetzt natürlich Gold zu Diamant. Kann übertreiben auch, oder? Zwei Diamant, klar. Das ist mir ehrlich, wenn wir schon dabei sind. Jetzt ist schon wurscht. Schauen wir, ob das so funktioniert, wie man das vorstellt gerade. Jawohl, und dann wäre das nächstgrößere wäre dann Obsidian. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1. So, schauen wir, ob das auch noch funktioniert. So. Also wenn es jetzt nicht passt, dann weiß ich es selber nicht mehr. Zu hohe Kisten habe ich noch nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wow. Wow. Das ist Kristalltruhe. Das wäre Obsidian gewesen. Ja, von mir aus ist mir auch wurscht. Eine Kristalltruhe. Schaut schon geil aus irgendwie.
Jetzt haben wir noch mal ein bisschen. Mithelfen. Dass das Ganze mal nachkommt hier. Ich frage mich dann schon, ob wir das Ganze darüber, ob wir das rüberholen müssen. Marble. Komischerweise Redstone, das ich brauchen würde, habe ich nirgends dabei. So, Kiste leer. Wie weit sind wir schon beim Abbau? Schauen wir mal kurz. Oh, das ist jetzt schon. Ein schöner Wasserfall, muss ich sagen. Bevor erstmal das hier wieder. Irgendwo Redstone. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mein Mensch, wenn ich mit sage mal. Bisschen anders bauen, kurz. Das gefällt mir das ein bisschen besser. Öfter aus können wir schon was machen, oder? Würde man meinen. Also da geht schon was, Gold hat man da wieder, Kohle haben wir da, aber nicht mehr kein Redstone, es ist, ja es ist irgendwie Fahrt vielleicht für euch gerade. Für mich ist es nicht so Fahrt, weil ich gerade rausfinden will, wie. Level 18 hätten wir gerade. Schauen wir mal kurz runter. Ich muss das mal kurz an. Da wird abgebaut.
Mal aufpassen, dass man nicht runterfliegt. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte immer. Bin neugierig. Naja, auf jeden Fall läuft. Query läuft. Zweite Query wäre natürlich nicht schlecht. Da könnten wir uns noch überlegen, wo die machen. Wo, wie, was, obwohl. Brauchen wir eine zweite Query? Wenn wir eine haben, reicht uns die doch auf die Dauer auch. Die müssen wir halt immer ab und zu neu setzen. So, die nehmen wir natürlich schon mit. Schon was finden. Schauen wir, was wir da noch haben. Da war ja noch irgendwo was. Dann hier. Hier setzen wir die Quellen neu an, habe ich gesagt. Genau. Das war so intelligent. Echt jetzt? Spiel für Apple Minute. Wenn wir die Quelle dann hier ansetzen, in etwa. So rüber. Das kann lustig werden. Ja, ein bisschen umschauen muss man sich immer. Oh, geht schon. Ich hätte natürlich auch gerne ein Biom noch, ein neues. Ich bin auf der Suche nach welches Biom fehlt mir schon wieder. Ach, was weiß ich jetzt? Auswählt ich wieder nichts. Die Arten nehme ich immer mit. Kirschen nehme ich auch mit. Also seht, man findet hier schon genug eigentlich. Gab's mir jetzt keins, mit dem haben wir glaube ich genug. Beschweren tue ich mich hier natürlich nicht. Blumen sollten wir auch mal kaufen, bitte. Sammeln anfangen. Für Forestry. Für Botania, pardon. Botania, nicht Forestry. Das ist auch schön. Wenn das mal sagen darf. Würde mir auch hier gefallen. Der Vorteil einer Query ist natürlich, man kann damit gut Löcher buddeln. Und in der Entfernung, wo wir jetzt gerade sind, von zu Hause weg, ist es mir wurscht, ob da ein riesengroßes Loch am Ende ist, weil das stört mich nicht. Ein bisschen die Welt noch auf hier. Zeit haben. Ja, auch eine Spalte. Das ist natürlich auch gut. Ja, warum nicht? Dann machen wir dann Nummer 2. Und so wissen wir schon, wo die Query demnächst überall hinkommt. Da hatten sie vielleicht Redstone. Wurscht. Sehe ich nicht, das sehe ich nicht. Was ich mir natürlich erhoffe mit solchen kurzen Spaziergängen ist immer, dass ich vielleicht ein Dorf finde. Aber das wird sich nicht spielen gerade. Leider.
Weil ich möchte ja kein Dorf unbedingt haben. Das wäre ein sehr schöner Weg zum Bauen. Eine Quarry in der Hölle ansetzen, das wäre eine Idee. Interessant. Das reicht das leider mit aufdecken mal wieder. Schmeiß Lava. Da waren wir auch schon mal. Was ist in der Nähe? Risikofreudig der Sprung. Sehr risikofreudig der Sprung. So ein Verbindungsvektor muss ich aufdecken, ist klar. Das hasse ich wie die Pest, wenn sowas nicht aufgedeckt ist. Dass wir kleine Löcher lassen. Weiß nicht. Eseln. So, da könnte man auch schon die Query ansetzen. So, ein Stück gehen wir noch die Richtung. Entdeckt man noch irgendwas Interessantes. Aber das glaube ich ja weniger. Schleiminsel. Was ist nicht unbedingt kennzeichnen natürlich. Das sieht man auf der Karte ja zum Glück. Wir haben auch schon drei davon, also wäre die jetzt nicht so relevant. Dschungel brauche ich, jetzt hört es wieder. Dschungel wollte ich. Auf der Suche nach Dschungel. Da haben wir schon Dschungel gefunden. Weiß gar nicht mehr. Irgendwo in einem nirgendwo ein Blödsinn drin. Die Greatwood-Bäume. Die natürlich nicht schlecht sind. Zeigt mir natürlich das selber rum, ist klar. Decken auf. Kurz schon hier rüber gehen. Sind das das Greatwood? Schwarze Eiche. Okay. Gut, lassen wir mal kurz mal sich hier fangen, den Server. Jetzt hat er sich gefangen. Jetzt nehmen wir ein paar Sachen mit. Das war jetzt nicht der Plan. Das war auch nicht der Plan. Wird der Rucksack wieder voll? Das wollte ich nicht. Schlecht. Jetzt hätte ich eine Linie beim Aufdecken. Boah, Schafe. Kein Dorf. Das fasziniert immer wieder. So, wir sind hier wirklich viel unterwegs, aber Dörfer sind mir nicht gerade wirklich viele hier in der Nähe.
So, wir decken drauf. Bis zu den Baumgrenzen, hätte ich mal gesagt. Das ist auch witzig, ey. Das ist witzig hier. Das ist eine Truhe sogar, das ist die Truhe, die ich meinte. Kalkulationsdruck, okay. Was fange ich damit an? Ganz ehrlich, ich bin sofort zum Abbau gerade. Ah, Himmelsgestein, Halleluja. Wir haben Himmelsgestein gefunden. So, jetzt sind wir bei den Baumgrenzen. Und da bleiben wir jetzt mal auch, würde ich mal sagen, wir könnten noch darauf schauen kurz. Einfach nur zwecks Theater. Welt generiert, das ist gut. Das war jetzt nicht lustig. Jetzt die Frage natürlich, wo sind wir hier? Irgendwo in irgendwo. Avocado? Pflaume. Wird eine Pflaume, Pflaume. Die Pflaume, Herr Pflaume. Und irgendwie schaut man das sehr nach. Wir waren hier schon mal aus. Ja, hier gewesen. Jein. Wo sind wir eigentlich? Ich hoffe jetzt, Hilfe. Hier sind wir. Ach, wir bewegen uns hier lang. Dann machen wir hier mal einen Wegpunkt. So. Und wir kehren zu Query zurück. Was ich sie finde. So, Query. Was getan in der Zeit, wo ich da war? Bin mir nicht sicher. Oh Gott, es regnet auch und deshalb wieder. Ach, der Regen ist ja wieder so typisch. Ich liebe Regen. Bach, Eisen. Könnte man sagen, ist ja wieder genug drin. Den Schmal könnte man auch durchgehen lassen. Den Schmal lassen wir auch hier. Und da lieber Eisen, Tin, Kupfer. Gold mit. Schauen wir, was wir hier haben. Kupfer. Uran nehmen wir auch gleich mit. Eisen nehme ich mit. Da hinten sollte da nichts mehr sein. Den hätten wir dann noch. Und dann mal gar nichts. Alright. Wo sind wir offiziell? Level 13 aktuell. Okay. Dann haben wir gesehen. Haha. Zum Glück habe ich
Redstone gesehen. Da, aber das dürfte dann auch schon sein, mit dem Spaß. Der Rest wird sich jetzt zeigen. So, wir hopfen jetzt zurück nach Hause. Die Aufnahme sagt okay. Mal der kurze Blick, was wie weit wir bei der Aufnahme sind. Weil allzu lange aufnehmen sollte nicht, aber vielleicht gut. Man, jetzt in letzter Zeit haben wir mehr aufgenommen. Ist ja schon wurscht, theoretisch dann. Wie lange ich aufnehme überhaupt. Da kann ich mir eigentlich leisten, dass ich theoretisch länger aufnehme. Also, da habe ich ja nichts, was ich reinhauen kann, theoretisch. So, dann mal Uranium wieder. Dann haben wir hier Redstone, zum Glück ein bisschen wieder. 9 Redstone, das ist halt nicht der Yellow from the Ark. Kupfer ist drin. Dann hätte ich das Ding auch reinhauen. Wie viel haben wir denn da drin offiziell? Wie viel haben wir denn? 116. Machen wir Bronze. Machen wir ein bisschen Bronze. Ah, aber bei zwei neue, das ist gut. Haben wir es verbraucht schon, leider. Leider, leider. Kleiner Schluck zwischendurch, der tut immer gut. Ich denke nochmal. Also wir könnten einen Edelsteinguss, einen Nuggetguss machen und einen Zahnerguss noch. Faszinierend. Was ist eine Leergussform? Irgendein Blödsinn natürlich. Ich muss den Blödsinn wieder aufmachen, weil ich gescheit bin, oder? Und immer nachschauen, was das ist. Was? Achso, ich habe nichts reingegeben. Ich frage mich gerade, wo es ist, da ist nichts drin. Jo, da haben wir jetzt auch schon ganz schön. 4793, Halleluja. Da kann man ja bald wieder eine Runde Farmen gehen in die Hölle. Refined Iron. Einmal sein wird ein bisschen wenig langsam. Stahl. Und dann nochmal zweimal durchgejagt, kann das sein? Dann haben wir natürlich nicht mehr zum Glück. Also ich habe mir gedacht, das wäre ein bisschen überraschend gewesen, nämlich nochmal. Ich glaube, die Kiste werden wir auch noch auswechseln. Diesen Storage-Kisten. Wir haben meinen Namen merken, wie die Schmein heißt. Storage Crate. Medium. Ich soll aber wieder Holzgehäuse. Ah, Nervensäge.
Spiel nervt mich nicht. Gehen wir mal zwei Sticks. Oh, hätten wir ja hier. Schau. So, dann hätte ich noch kein 1, 2, 3, 4. Und dafür brauchen wir jetzt wirklich wieder diese. Wait, actually. Wäre cool. Dann haben wir einen Test. Geben wir mal einen Stack Kohle. Geben wir mal einen Stack Kohle. Jetzt auch. So, was machen wir noch? Also vier von euch. Dann, was brauche ich noch? Vier von euch. Den lassen wir gleich hier drin. Stopp. Haben wir den nicht irgendwo schon mal hier? Ja, haben wir da. Denke ich mir, dass ich sowas schon platziert habe hier. Da, die Kiste kommt hier hin. Somit bauen wir das ein bisschen wieder neu zu hier und es wird ein bisschen besser wird das hier. Ein bisschen übersichtlicher. Jetzt haben wir eine Kiste zu viel. Gut, eine Kiste kannst du nie zu viel haben. So, was haben wir das? Schattig, feucht, windig, frostig. Fragezeichen, was fehlt noch? Wer weiß? Ich weiß nicht auswendig. So, dann hätten wir das auch noch erledigt. So, wie schaut es mit der Zeit aus? Gute 35 Minuten wieder mal. Können wir noch Kleinigkeit machen vielleicht auf die Schnelle. Kurzen Blick hier nochmal zu unseren. Ja, das ist aber schnell gegangen.
Ja, das ist echt. Echt jetzt? Echt nochmal Eisen, da echt nochmal Tin rein. Geben wir einmal den und einmal den. Jetzt wieder knapp was. Brauche ich jetzt wirklich den hier? Ein bisschen was von den hier. Ich brauche Nuggets. Hier ist das schön. Ja, sehr knapp ausgegangen, dass alles draußen ist. Ja. Nicht ganz. Also einmal den hier. Und ein paar von denen. Okay, das war meist ein bisschen zu schnell durch. Schauen wir uns das jetzt ausgeht. Da. Ein Baren. Und Nuggets. So. So, ich will jetzt noch drin. Sechs Nuggets, okay. Bisschen mit Hirn arbeiten jetzt. Genau deswegen. Ja, Blödsinn. Den wieder reingeben. Der wurscht, die Konsumzone davon gleich in einer gerade.
Isaac Nuggets einladen muss. Gut. Das war der bei uns durch zumindest. Tipp mal. Bin mal Daumen 2. Schau, ob es reicht. Das ist natürlich aber nicht ernst, oder? Da ist drauf. Das wäre mir erst recht wieder hier. Das ist erst ein Spiel, ein unnötiges. Rechts. Rechts nicht. Noch ein dazu. Na, endlich. Da. Das auch drin. Das heißt also für Nuggets, die ich nicht brauche. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. So, haben wir noch irgendwas zu tun? Fehlt der Eitelkeit noch was? Nicht wirklich, der Eitelkeit sagt nein. Fragezeichen. Ja, der Virenschutz, klar, ja, sicher, willst du mich jetzt ärgern? Das habe ich jetzt mit meinen Spielen. Sag mal, Junge! Fällt dir auf, dass ich aufnehme? Danke. Zwei Redstone brauchen wir nochmal. Überlege jetzt wirklich. Da brauchen wir nochmal Redstone. Und wir dann nochmal so einen zweiten Tier machen. Für oben. Wow, Jürgenmeter. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Junge Meter geht ja voll ab heute. Geht überhaupt nicht ab. Erstmal mit ab, wenn es kein Strom da. Komisch. Ja, gut. Nach Adam Rieden würde ich sagen. Das war's dann mit dem Part. Obwohl, wir könnten noch kurz zu unserem Query schauen. Wienerin, du hast getan und in der Zeit, wo ich jetzt weg war. Also ein Junkloader sollte die ja eigentlich. Weiterlaufen. Was
Tut sie auch, aber die Frage ist, was hat sie in der Zeit noch abgebaut? Das wäre jetzt auch interessant. Wie weit ist die gekommen in der Zeit noch? Ja. Wir sind jetzt schon hier. Jetzt wird es ein bisschen eng hier. Es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, um eigentlich. Obsidian. Leute, Leute, Obsidian. Noch mehr Obsidian. Oh mein Gott. Das ist ja. Wie Weihnachten und Ostern hinein. So viel Obsidian, das ist natürlich göttlich. Das tut gut. Naja, das tut auch gut. Wo ist denn der Kohle? Egal, komisch. Kohle? Kaum. Interessant eigentlich. Nochmal Obsidian. Also jetzt bin ich ein bisschen bin ich baff eigentlich mit dem Obsidian. Puh, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Viel Obsidian da rausgegangen. Ja. Schauen wir 258 Obsidian. So, zwei Kohle brauche ich noch für drüben kurz mit. Sollten wir da reinpulvern noch. Somit gut auch was weiter. Können wir da reinpulvern wieder? Also, haben wir jetzt den Input. Die zieht auch ein bisschen voll. Also, jetzt wollen wir dann bei Pickel was gleich. Die extrahiert. Und die ist halt inserieren, theoretisch. Oder so. Whatever. Leute, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin leicht überfordert. Wer sonst unser Junkler oder bringt hier was? Und aktuell 4, 8 Kisten voll. Ja, 8 Kisten ist eine Menge. Ja, das dauert natürlich jetzt, weil da überhaupt kein Strom da ist. Beobachten das mal kurz wieder. Ja, da unten ist Obsidian gewesen, eine Menge, das ist natürlich toll.
Stargard geht ja dann darüber auch, wo ich hin will. Was weiß ich. Was weiß ich denn von dem, was ich hier tue überhaupt? Ja, ich sollte darüber abbauen und nicht nach da hinten. Vielleicht habe ich die ganze Quelle verkehrt hingestellt. Das kann auch sein. Das ist auch so eine Fragezeichenaktion. Wow, wie steigen wir. Aber wurscht. Lassen wir es jetzt mal für heute wieder, würde ich sagen. Das war ein toller Part eigentlich insofern, weil wir eigentlich, ja, eigentlich einiges erreicht haben. Mit Sicherheit einiges erreicht, muss ich sagen. Chunkloader. Definitiv nicht schlechtes. Und auch gut, dass er das tut. Ja, und so in etwa sage ich danke fürs Zusehen. Wir gehen nochmal nach Hause natürlich, klarerweise. Hier bleiben wir nicht. Sweet Home. Da werden wir es auch irgendwann erstmal umbauen. Das gefällt mir noch immer, die Untermauerung hier. Aber, bevor wir hier aufhören, schauen wir doch noch zum Zeppelin. Dann werde ich demnächst mal für das Tier anfangen, endlich. Ach, da sind Bienchen, ey. Jo, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich leben. Drohnen wären nicht schlecht wieder, oder? Haben wir keine Drohne mehr? Glaube ich ja gar nicht. Für Drohnen verbraucht habe. So, dann schauen wir noch Sticky Resin kurz. Da haben wir es fürs erste erledigt heute. Sticky Resin, Sticky Resin, Sticky Resin, Sticky Resin. Und das war's mit Sticky Resin. Da warte ich noch auf zwei Enderperlen, die kommen auch bald raus. Dann das nächste große, was wir angehen werden, ist dann A. Tank füllen. B. Endlich mal in Richtung Storage arbeiten. Und ein bisschen mehr Automatisierungsrunden, zum Beispiel Quantum. Storage wäre nicht schlecht. Also, wir werden da auf jeden Fall in eine größere Richtung jetzt hinarbeiten demnächst. Das war F, oder? Gehört ja F-Tools. Ja, das ist alles F-Tools. Ja, Dimensionsbilder, ja, das ist auch so eine Sache wieder. Muss das sein? Muss das sein? Muss das, muss das, muss das sein? Ja, das ist gar nicht der F-Tools. Mensch, Meier, Huber, was ist denn das schnell wieder? Mechanisms wahrscheinlich. Nee, Refined Storage, hoppala. Add Refined Storage, da sind wir zu Hause, das wollte ich eigentlich gerade schon. Wir brauchen eine automatische Werkbank zum Beispiel. Yes, das machen wir dann. Da brauchen wir nicht gerade wenig. Dann werden wir sowas brauchen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die Datenbank, klar. Da brauchen wir ja nicht mal.
Ja, wir brauchen sehr viel. Redstone hätte ich gesagt, ja. Matrix haben wir jetzt. Vielleicht eine Fertigungsmatrix wäre nicht schlecht. Eine automatische Werkbank hätte ich gern. Die brauchen wir noch. Mindestens zwei davon. Also, da wird es das nächste Mal hingehen, einmal. Da werden wir uns darum kümmern und da werden wir auch unten jetzt dann unten was tun müssen. So uns unten ein bisschen einen Platz machen. Und da wird das Ganze dann hinkommen. Und dann werden wir eine Leitung raufziehen. Die wird dann, schätze, native hierher kommen. Weil der wandert ein bisschen hier rüber. Dann hier irgendwie so. Weil. Das möchte ich hier auf der Flanke haben, weil da haben wir ja schon extra hier ausgebaut, nach hinten schön, und daher wäre das natürlich die bessere Option, finde ich. So, aber das war es jetzt wirklich für heute. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und im nächsten Part werden wir dann, jo, ein bisschen hier weiter tun wieder. Wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt auf ein größeres Lagersystem hin. Und mit mehr Automatisierung will ich dann arbeiten auch. Sprich, dass wir ein bisschen weniger hier Crafting Tables haben und so, weil das macht das Ganze dann schon ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Obwohl die hier, also die Storages hier, die behalte ich mal, also die sind nicht schlecht. Den können wir arbeiten, die gefallen mir, die sind super. Und ja. In dem Sinne, danke auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.